Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Asphalt Massaker Trilogie Box von Farid Bang. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Asphalt Massaker, die Trilogie von Farid Bang. Es sind ja bekanntlich drei Teile mit diesem Titel mit Asphalt Massaker erschienen mittlerweile. Und zwar waren das Asphalt Massaker im Jahr 2008, Asphalt Massaker 2 im Jahr 2010 und dann im Jahr 2015 der Abschluss der Trilogie Asphalt Massaker 3. Ein Jahr später, im Frühling 2016, haben sich die Leute von Banger bzw. Farid wohl überlegt, warum machen wir nicht einfach eine Box, wo wir nochmal alle drei Teile gemeinsam reinpacken, also quasi so ein Best-of. Und das haben wir jetzt hier vor uns liegen. Also, wir haben hier eine schwarze quadratische Box, relativ flach das Ganze. Wir haben hier einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass wir auch noch viel Material vorfinden werden. Und hier oben, das ist jetzt kein Licht oder kein Schmutz, das ist hier so weiß-grau, der Übergang, der dann hier eben Stück für Stück immer schwärzer wird. Und hier, dick in der Mitte, steht eben Farid Bang Asphalt Massaker Trilogie. Der FSK 16 Logo-Hinweis hier, das ist nur ein Sticker, das heißt, wir können den abmachen. Genau das werde ich jetzt auch tun, weil ich die immer hässlich finde und ich der Meinung bin, dass das in der Optik sehr störend ist. So, die Box rundherum komplett in Schwarz bzw. hier in diesem Weiß-Grau, in diesem Übergang gehalten. Keinerlei Beschriftungen. Und auf der Rückseite lesen wir dann noch die Credits und einen Barcode, ansonsten hier ebenfalls alles in diesem Schwarz- und Grau-Übergang. Okay, es klappert auch schon, das heißt, wir kommen mal zum Inhalt. Also, Deckel von innen ebenfalls schwarz. Und dann haben wir hier den Inhalt vorliegen. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Dann haben wir eine Broschüre des Banger Stores. Das dürfte ein Poster sein. Asphalt Massaker 3 Tour DVD. Ein Tour Flyer. Ein Sticker. Zwei Sticker. Und noch ein dritter Sticker. Ein Patch. Dann hier noch so ein Einleger zu den FSK-Hinweisen, werde ich mal wegwerfen. Dann haben wir hier eine Bonus-EP bzw. einen Bonus-Track, Hey RJ. Und dann natürlich das Herzstück, bzw. die Herzstücke, drei Alben, nämlich Asphalt Massaker 1, Asphalt Massaker 2 und Asphalt Massaker 3. Innen haben wir dann noch so einen Schaumstoff-Einleger, wo das Ganze dann entsprechend Platz findet. Der ist angeklebt, das heißt, wir lassen den drinnen. Box machen wir dabei zu. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wie immer fangen wir an mit den Alben an sich. Der Reihenfolge nach beginnen wir mit diesem Album hier, Asphalt Massaker. Also, wie gesagt, im Jahr 2008 erschienen. Man sieht hier auch Farid noch etwas optisch anders unterwegs. In Jeansjacke und weißen Sneaker. Auf der Seite lesen wir hier ebenfalls, man kann das halbwegs lesen, auch wenn es jetzt gerade nicht scharf stellt. Das ist immer so eine Sache mit dem Fokus. So, aber jetzt. Also, wir lesen hier Farid Bang Asphalt Massaker. Und auf der Rückseite haben wir 18 Tracks an der Zahl. So sieht das Ganze aus. Wir haben einige Features, und zwar haben wir Features von Mo Music, Billy, Echo Fresh, Jasko, Billy, G-Style, Cupcakes, Hakanavi, Tekken Bugatti, Echo Fresh und Summer Jam.
Also das damalige Tram & Dream Camp komplett vertreten. Das Einzige, was mich jetzt nur etwas gewundert hat, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht. Mein Block Remix featuring Jasko. Also Jasko war ja damals noch nicht mit Farid Bang unterwegs. Und ich glaube, das Original war damals mit Deso Dog. Deso Dog, mein Block hat das geheißen mit Deso Dog. Und das wurde jetzt anscheinend als Remix hier mit Jasko ersetzt. Denn Deso Dog ist ja bekanntlich in Syrien aktiv gewesen, hat sich irgendwie beim IS gemeldet als freiwillig oder hat sich dem IS angeschlossen und dürfte dann dort bei militärischen Auseinandersetzungen gestorben sein. Ich weiß nicht, ob das der Grund dafür ist oder warum dieser Track ausgetauscht wurde, aber das wäre jetzt mal meine Theorie zu dem Ganzen. Dann haben wir ein Booklet, welches so aussieht. Cover kennen wir bereits. Dann haben wir hier einige Lines. Also hier haben wir Lines von Farid aus verschiedenen Tracks, halt Punchlines, die hier aufgelistet sind. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Und Farid hier abfotografiert. Dann hier die Gang von damals. Ja, Elch hier, damals auch sehr eng mit Farid gewesen. Heute auch noch, aber damals noch stärker. Die Tracks hier aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war. Und hier nochmal Farid. Sehr schön. Wenn auch sehr schlicht oder eher dünn gehaltenes Booklet. Dann haben wir die CD. Asphalt Massaker hier in Schwarz und Silber gehalten. Und hier auf der Rückseite noch das Farid Bang Logo. Gut, dann kommen wir zum zweiten Teil. Asphalt Massaker 2. Farid Bang, beziehungsweise German Dream präsentiert. Erschien ja damals auch noch über German Dream. Erst der dritte Teil war ja über sein Label Banger Musik. Verbraucherhinweis, harte Texte und hier noch das Logo. Und wir haben hier so eine blutige Hand, die aus dem Asphalt kommt und diesen Schriftzug, dieses Logo hier in der Hand hält. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von G-Style, Echo Fresh, Summer Jam, La Yuna, nochmal Summer Jam, Bas Sultan Hengst, Manuelsen, Elgier, Cupcakes, nochmals Elgier und Kollega. Farid Bang, Asphalt Massaker 2 lesen wir hier. Goodfella. Okay, das sieht gut aus. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesen Mafia-Fan, dementsprechend auch Goodfella-Fan. Habe ich gar nicht gewusst, dass hier auf der Rückseite das hier ist, mit Farid. Also normalerweise hat man ja De Niro, Joe Pesci und Ray Liotta hier zu dritt stehen. Aber hier haben wir einfach mal dreimal den Herrn Bang. Bloodsport. Also auch hier wieder diverse Zitate bzw. Punchlines aufgelistet. Die Infos zu den ganzen Tracks. Weitere Fotografien von Farid im Tony Montana, im Scarface-Stil. Und hier auch weitere. Ah, hier steht sogar Scarface, okay. Goodfella. Also sehr Mafia-lastig das Booklet. So sieht die CD aus, Asphalt Massaker 2. Und dann kommen wir zum Abschluss auch schon zum dritten Teil. Asphalt Massaker 3. Auch hier wieder ein FSK-Sticker, den ich jetzt ebenfalls mal abnehmen werde, wenn er sich abnehmen lässt. Jawohl. Das hier, kein Jewel Case, keine normale Plastikhülle wie die anderen beiden, nein, das ist ein Digipack, ein relativ umfangreiches. Asphalt Massaker 3 lesen wir hier. Farid, so wie der erste Teil, also angelehnt an den ersten Teil hier mit dem Messer auf der Straße. Wir haben hier 14 Tracks an der Zahl. Meines Wissens keinerlei Features, nein, das sind allesamt Solo-Tracks, CD und DVD.
Also das Album an sich und hier die DVD. Und dann haben wir hier in der Mitte noch ein Booklet inklusive, okay, hier nochmal die FSK-Kennzeichnung. Und dann haben wir hier auch noch einen Einleger zum Merchandise-Shop. Das Booklet sieht folgendermaßen aus, also auch hier wieder die Tracks aufgelistet und Fotoaufnahmen von Farid. Sehr schön. Fällt mir gut. Ich habe jetzt etwas schneller durchgeblättert, weil das Video eh schon sehr lange dauert und das ansonsten sich noch länger zieht. Also, so sieht die CD aus. Asphalt Massaker 3 in Schwarz und Rot gehalten. Hier auf der Rückseite ebenfalls Schwarz und Rot. Und dann haben wir natürlich noch die DVD. Also Banger Musik live. So sieht das Ganze von der Seite aus. Okay, dann haben wir noch einen Tonträger und zwar ist das hier Hey RJ, Banger Musik präsentiert, Farid Bang. Keinerlei Infos darüber. Meines Wissens ist das nur ein einziger Track. Hier in dieser Papphülle. Habe ich noch nicht reingehört. Und dann haben wir noch eine DVD und zwar die Asphalt Massaker 3 Tour DVD. Asphalt Massaker 3 Tour DVD. Sieht sehr ähnlich aus wie die, die wir gerade in der Asphalt Massaker 3 in dem Digipack da hatten. Ebenfalls in der Papphülle. Dann haben wir diesen Flyer hier. Kommen wir nicht auf diese Tour 2016. Hier die Tourstops sind natürlich mittlerweile in der Vergangenheit. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Einmal diesen hier. Hashtag alle anderen sind die anderen. Gibt es ja auch einen Track von Banger Musik. Dann haben wir hier einen Sticker Farid Bang Asphalt Massaker Trilogie. Ebenfalls im Querformat. Und nochmals im Querformat diesen hier mit Banger Musik. Also drei Sticker. Dann haben wir einen Patch für die Jacke, für die Kappe, für das Shirt, wo auch immer ihr einen Klettverschluss habt. Farid Bang, ihr kennt das, die Banger machen immer einen Patch in ihre Boxen. Dann haben wir hier einen Info-Katalog, eine Broschüre zu Banger Musik Merchandise. Wenn ich jetzt kurz überfliegen, so sieht das aus. Dann haben wir ein Poster, dieses doppelseitig bedruckt. Und zwar haben wir hier einmal im Hochformat Farid Bang in diesem Einschussloch und auf der Unterseite lesen wir Banger Live präsentiert, Farid Bang, komme nicht auf diese Tour. Also das ist Tourplakat, das Tourposter und dann haben wir noch hier das Poster der Asphalt Massaker Trilogie. Erinnert mich von der Optik ein bisschen an die purpurnen Flüsse, so schwarz und rot. Sieht auf jeden Fall gut aus. So, dann falten wir das Ganze mal wieder zusammen. Okay. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsaufgaben, Poster zusammenfalten. Ich werde euch das jetzt mal ersparen und das einfach hier mal zur Seite legen. Und dann haben wir noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus. Also in schwarz, grau und weiß gehalten das Ganze. Farid Bang Asphalt Massaker Trilogie. Auch hier, wie auch schon auf dem Cover der Box, haben wir diesen grauen Übergang, diesen Staub, diese grauen Pulverschichten, was auch immer. Und hier unten haben wir dann noch, wie üblich bei diesen Banger-Shirts, Banger-Musik, alle anderen sind die anderen, BMI 2012, also ich glaube
BMI steht ja für Banger Musik Imperium, nicht für Body Mass Index. Und dann haben wir hier noch den Banger Musik Aufnäher, also das Etikett. Und hier lesen wir 100% Cotton, Made in Turkey, Druck nicht bügeln und natürlich die Wasch- und Pflegehinweise. Gut, schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier den Schriftzug Farid Bang Asphalt Massacre Trilogie in der weißen Schrift und dann eben das graue, ja, dieses Pulver, dieser Verlauf, was auch immer das jetzt genau darstellen soll, hier oben vom Hals runter bis in den unteren Bauchbereich. Und ansonsten ist das T-Shirt glatt schwarz, bis auf diesen Aufnäher hier rechts unten, Banger Musik. Alle anderen sind die anderen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt vom Stil her nicht ganz so meins. Gerade dieses Grau, also ich verstehe nicht genau, was das darstellen soll. Ich hätte es, glaube ich, schöner gefunden, wenn das weg gewesen wäre, wenn das T-Shirt glatt schwarz gewesen wäre mit weißem Schriftzug. Aber ja, also mein Fall ist das nicht so und ich werde das jetzt eher nicht anziehen. Naja, gibt sicher genug andere, die das so feiern. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, meiner Meinung nach Größe L. Dieser Banger Store Katalog, diese Broschüre. Der Farid Bang Patch. Der Flyer zur Tour. Die drei Sticker, allesamt im Querformat. Die Asphalt Massacre 3 Tour DVD. Der Bonustrack Hey RJ. Beides in der Papphülle. Das Album Asphalt Massacre 3 inklusive der Live-DVD in dem Digipack. Das Album Asphalt Massacre und das Album Asphalt Massacre 2. Und das Poster im Querformat bzw. Hochformat beidseitig bedruckt. Das alles in dieser wunderbaren Box, jede Menge Inhalt. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Farid Bang unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.